So. Okay. Habe ich irgendwo falsch gespeichert? Jetzt höre ich sie schon wieder. Die Chimären. Hä? Ich habe irgendwo falsch gespeichert. Oder ist mir das Spiel abgeschmiert? Hä? Oh, habe ich gar nicht gemerkt, dass sie mich so erwischt haben. Was ist denn da kaputt? Also, willkommen zurück mit einem super schönen Ladebildschirm. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt falsch geladen habe. Ich guck gleich nochmal, weil irgendwas passt da nicht. Ich hatte doch eigentlich ein Save gemacht, wo ich damit schon fertig war. Wo ich die zwei Freaks erwischt habe. Na, wir sehen uns gleich, wenn ich auf die Mercenaries zu marschiere. Irgendwas läuft da gerade falsch. So, also ja nochmal definitiv, ich habe das letzte Mal noch gesagt, Jabba-Dabba-Doo und ab durchs Minenfeld, das mache ich jetzt auch wieder, wird schon schief gehen. Und habe die zwei Freaks noch erwischt und habe dann den Part beendet. So, die waren diesmal irgendwie härter als beim letzten Mal. Vielleicht war auch das das Problem, warum er mich da wieder hingeschickt hat. Ich habe keine Ahnung. Ja, schön zwei Medkits verbraucht. Was soll's. Die zwei hässlichen Chimären haben wir jetzt. Das waren ja auch so elektrisch leuchtende, keine Ahnung. So waren ja die anderen nicht. Egal. Blödsinn vorbei. Ich habe den Flash-Drive hoffentlich wenigstens. Jetzt gucken wir lieber nochmal. Ach, so ein Unsinn. Insane Stalkers, da ist Scientist und da ist Insane. Ja, passt. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wer den zuerst kriegen muss. Und das gucke ich mir nochmal an. Vorher gebe ich den nicht ab. Was ich jetzt noch machen will. Was ist dessen? Ja, da komme ich jetzt eh nicht hin an das Lager. Das funktioniert anscheinend auch nicht. Ist alles ein bisschen buggy irgendwie. Ja, genau, da muss ich hin. Okay, also ich folge der Straße. So ein Unsinn. Also, da sind wir wieder. Weiß nicht, was da los ist. Ich vermute, aber das hat auch viel mit dem Update von Windows mal wieder zu tun. Meine dümmste Entscheidung war, auf Windows 10 zu wechseln und es zuzulassen. Hätte ich damals gesagt, nein, wäre 10-mal besser gewesen. Zwei Spiele kann ich nicht mehr spielen, die unter Windows 7 einwandfrei funktioniert haben. Windows 10 hat nämlich was gegen diesen Virenschutz irgendwie, ist das SanDisk, CanDisk, keine Ahnung, so hieß das Ding von was Blue Byte gern verwendet hat. Naja, Battle Isle 4, geht nicht mehr. Jetzt bräuchte ich eine Windows 7 Version und da müsste halt gucken oder lernen, wie ich das auf eine externe Partition kriege, dass ich weiterhin das Spiel nochmal spielen kann. Gut, Battle Isle, das könnte man sogar auf einer externen spielen, das wäre nicht schlimm. Naja. Geht auf jeden Fall jetzt nicht mehr zu spielen. Ja, ich glaube, es waren noch ein, zwei Dinger, die absolut nicht mehr gehen. Ja, Sacred geht auch nicht mehr, genau. Da spackt er auch total rum. Hier gerade jetzt spackt er heute wieder massiv rum. Trotz dieses Launchers. Also, bringt mir gerade jetzt überhaupt nichts. Das ist fantastisch. Hä? Freund oder Feind? Oder Tier? Irgendwas Schnelles. Ich nehme einen Mutant. Naja. Andere Waffe, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall ist Windows 10 die dümmste Erfindung seit generell Windows gibt. Ich meine, Windows an sich ist ein Scheißprogramm, aber Windows 10 ist der Abschuss. Ehrlich. Das ist der volle Witz. Du stehst direkt neben dem Felsen, ne? Ja, du schießt auch auf mich.
Ja, ziemliche Munitionsverschwendung, was ich hier mache, aber ich hab ne. Mann. Er hat mich nicht getroffen. Okay. Ich glaube, das war auch ein Avenger, das war keiner von den Söldnern. Die sind nämlich immer noch alle dahinter. Ich denke, das war ein Avenger. Man hat nämlich auch fast nichts gehört von seinen Schüssen. Die Avenger haben ja diese, die... Ja doch, die haben auch die SVU. Ja, naja, ich nichts verstehe, nicht Ausländer. Dann gucken wir mal schnell. Wird schon schief gehen. Ich möchte das jetzt gerne noch machen. Dann gibt es sowieso ein paar Aufträge. Wow! Ein paar Aufträge, die ich abschließen kann. Was marschiert denn darum? Das ist ein Mutant. Das ist kein Söldner. Ist aber nur eine Wildsau, oder? Ja. Was habe ich denn in der Sekundärwaffe? Na, das ist ja Schrott als Sekundärwaffe, oder? Naja gut, gegen eine Wildsau müsste es reichen. Ah, ein Zinnober. Frage nicht. Also Windows 10, wer einen Tipp hat, wie ich das mache, wer mir das erklären kann, für Dumme wie mich. Und einen Tipp hat, wo ich Windows 7 nochmal günstig herkriege, bitte gerne, weil das nervt. Ich möchte auch gerne wieder Battle Isle spielen. Battle Isle 4 war so ein geiles Spiel. Der Andosia-Konflikt. Wirtschaft in Echtzeit, Kampf im Rundenbasiert. Das war so cool, dieses System. Ich fand das geil. Gut, ich bin halt auch ein Fan von Rundenstrategie, sowieso. Kindheitserinnerung, ich bin damit groß geworden. Civilization oder... Was ist denn mit dir? Kommst du mal her? Ich glaube, jetzt kommt sie. Die Sau. Ja, ich mag sowas einfach. Ziff auch, müsst ihr auch mal wieder zocken, aber wegen mehr war echt geil. Ich höre dich doch schon. Aber ich sehe dich leider gar nicht. Ich bin zu dumm wahrscheinlich. Ah! Da bist du. Einmal Geschichte. So, war es das oder sind es zwei gewesen? Okay. Ja, ganz gut. Habe ich sowieso noch nicht so viel. Ach, außerdem war, ja, obtain the mutant body part who for the boar. Ich glaube, das war sogar für Lukasch. Ein Auftrag, den ich angenommen habe. Passt schon. Wieder die Scharfschützenwaffe, bitte. Dankeschön. Bringt mir das jetzt was? Ja gut, wahrscheinlich mehr... Doch noch eine! Ja, fuck! Von wegen eine, noch zwei. Wo kommt denn ihr jetzt her? Oder wart ihr jetzt die verschobene Base? Das kann nämlich auch sein, dass die Mutanten-Base, die da hinten angezeigt wird, nicht immer ganz richtig ist. Das kommt nämlich auch vor. Naja gut, jetzt müssen wir erstmal essen, weil Strelok ein alter Fresssack ist. Was wir ja mittlerweile wissen. Oh, das reicht hier nicht, so ein Sandwich. Naja, auch das wissen wir. Isst halt noch ein Brot hinterher. Mann. Mal kurz ausruhen lassen hier. So. Ich glaube sowieso, das hat sowieso ein Nachtsichtgerät eingebaut. Das gute Fernrohr, was ich hier habe, ne? Wo waren denn die blöden Söldner? Die waren ganz am Ende, aber die waren so irgendwie ziemlich scheiße. Irgendwie war das... Ich beug mich gerade schon wieder vom Bildschirm. So richtig witzig hin und her. Kennt ihr das Phänomen? Mit der Spielfigur mitgehen. Total hohl, aber egal. Wo sind denn die? Sind die nachts nicht da? Ich sollte vielleicht auch Funzel ausmachen, ne? Wie war das? Rumlaufen wie ein Weihnachtsbaum? Das gibt's doch gar nicht. Wollt ihr mich verarschen? Wir machen mal ein Quicksave zwischendrin. Hier schadet's nichts. Es gibt ein paar andere Plots, wo man es nicht tun sollte. Hier müssen doch Feinde sein. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann doch das Gewehr nicht einfach so nehmen. Da sind doch Mercenaries da. Wo habe ich den anderen Idioten ausgeschalten? Da oben irgendwo.
macht es jetzt gerade Pip? Irgendwie seltsam. Also da ist der Tote. Jetzt gucken wir mal, was der Tote überhaupt war. Mercenary oder Avenger? Der hat eine halb unsichtbare Rüstung, das ist ein Avenger, ja. Okay. Ja, du hast gleich nochmal ein PDA, das ist schön. Bisschen Mampfen ist auch gut. So. Hä? Da waren doch immer Söldner. Das kann doch jetzt gar nicht sein. Ich marschiere jetzt mal zu. Ich habe ja es gespeichert, ist ja wurscht. Ich kann auch nochmal ein Hard-Save machen. So, wir sehen uns gleich. Bin ich wieder. Das gibt's doch nicht. Da waren doch Söldner. Ich kann nicht einfach das Gewehr mitnehmen. 100 Pro, wenn ich jetzt drauf zumarschiere, spawnen die. Ich mach's nicht, Schatz, das habe ich trotzdem mal. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich weiß, wo die Waffe ist, aber das kann nicht sein. Oder hat er das geändert? Ich glaube, ich sollte eine andere Waffe in die Hand nehmen. Irgendwas Automatisches. Hat er das dahingehend geändert? Dass man die Waffe erst nimmt und dann spawnen die. Wäre immerhin möglich, ne? Na? Mach das wieder an. Jetzt mach mir Licht auch an. Das ist mir jetzt scheißegal. So, und jetzt? Nix? Okay, ich geh mal. Spawnen die vielleicht erst, wenn man sowieso... Ja, die gehören ja jetzt wahrscheinlich zum Auftrag von Lukasch. Aber das ist ja im Original auch so. Den Auftrag von Lukasch gibt es ja sogar im Original. Dass man das spionieren soll. Das ist auch normalerweise im Original der erste. Den interessieren nämlich die Männer ums Kull nicht. Das ist ein Nebenauftrag. Aber das ist normalerweise der erste Auftrag ist, dass man hier spionieren soll. Aber jetzt muss ich eben erst die Männer ums Kull ausschalten. Das will ich aber nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen hohl, ganz ehrlich gesagt, dass ich es einfach mitnehmen darf. LR als Sniper-Version, okay, warum nicht? Finde ich ein bisschen schmarnig. Okay, warum nicht? Wir könnten noch schnell was abgeben beim Lukasch. Gucken, was wir dafür kriegen. Beim Mutant Body Part kann ich ja hier schon abgeben. Vielleicht hat er danach gleich noch einen neuen Auftrag für Mutant Body Part, was Schöneres oder so, weiß man ja nicht. Ansonsten heißt es zurück in die Bar. Zu Voronin und da aber prüfen. Und zwar, was liegt denn hier? Ach, das ist die, ja, die strahlen ganz komisch. Haben die mir deswegen so zugesetzt? Ha, seltsam. Bevor ich das abgebe, muss ich speichern oder irgendwie eine Sicherung machen, weil ich mir nicht sicher bin, wem ich das zuerst geben darf und wer von wem ich zurückkaufen kann. Insane Stalkers Flash Drive. Gibt es nämlich ein Ding. Das will ich eigentlich noch nicht. Scheiße. Ich bin zu nah rangegangen, oder? Ich wollte nämlich an die andere Richtung eigentlich. Aber das war jetzt nicht so gut. Ist das zeitbegrenzt? Ich habe ein Safe drin. Wir lassen das. Nee, aber da das sonst sowieso blöd ist. Ich hole mein Safe wieder. Bis gleich. Weil es ist scheiße, so. Das mag ich gar nicht. Und das sind bei Nacht, das sehe ich ja gar nichts, das kannst du vergessen. Wenn, dann müsste ich ein anderes Nachtsichtgerät probieren. Ich habe ja noch den SCAR 10 Anzug. Vielleicht komme ich mit dem besser klar. Mal gucken. Auf jeden Fall, bis gleich. So, okay. Diesmal eben aufpassen, dass ich nicht zu dem Außenposten an der Barriere gehe. Wer ist das hier? Ach, das sind die zwei Toten, die kenne ich ja schon. Aber man könnte probieren. Was?
Kopfhörer. Wo? Ich habe die falsche Waffe in der Hand. Scheiße, hat mir schon eine reingehauen. Wo ist er denn? Ah! Kleines Arschloch. Gibt's hier auch Bürger? Was denn jetzt? Danke. Oh! Eine rote, die sind mehr wert, das ist geil. Dankeschön. So, was? Noch mehr, wa? Ich wollte aber eigentlich die zwei Toten nochmal durchsuchen, weil... Ich merke aber gerade nichts. Von wegen Blödwerden im Kopf. Es ist ja so, auch in der Soup, wenn man die öfter durchsucht, hat man die Chance, neue Informationen nochmal zu kriegen. Ist halt eine Chance. Es ist passiert vielleicht bei einem von 10 Durchsuchungen, aber solange die Punkte dargestellt werden von den PDAs, probiere ich das. So. Nicht in Richtung des Außenpostens gehen diesmal. Sonst geht es wieder schief. Will ich noch nicht. Okay. So. Los geht's. Wer hat das Funkgerät, die Info? Ich glaube, Fanatik, ne? Habe ich dich durchsucht gehabt? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, okay. Ich glaube, Fanatik. Bin ich im richtigen... Ja, passt schon. Alles gut. Richtige Richtung. So. Und dann gehen wir nämlich erstmal zurück zur Bar. Nachladen wäre auch geschickt, mal so nebenbei. Zurück zur Bar. Hä? Alter. Okay. Und dann auch mal zurück in den Cordon. Allerdings, wenn ich den Auftrag an... Spack halt nicht rum. Oh, cool. Ich habe gedacht, ja, schmeiß mich nochmal raus. Was ein Blödsinn. Können wir reden? Oh, ich habe gehört, du warst schon mal in Pripyat. Hast du irgendwelche Monolith gesehen? Total Fanatics, but they certainly know what they are doing. One of them told me how they plan to spread from the center of the sun all the way to the cordon. Und wie möchten sie das tun? With one of them I learned about a tool they used to infiltrate the south direct from the center. Moment, das ist eine Quest, die ich noch nicht kenne. I have to return to people who need protection against zombification. If you get me some of the antidote, it's called anti-zombine. Habe ich genug davon, glaube ich. 3 oder 4 Stück. I'll tell you about the transition from Chernobyl nuclear power plant to the ATP. Okay, ich... Irgendwas, was einem vom Zombifizierung schützt. Okay, ich bringe dir dann Antidote und irgendwas für mich selber auch davon. Na klar, ich habe genug davon. Was? Und wieso habe ich mir jetzt 3000 dafür gegeben? Ist ja egal. Ich habe deinen Scheiß... Was? Für irgendwas wurden 3000 Rubel abgezogen. Sag mal, geht's noch? So ein Scheiß, na egal. Hier, dein Antizombin. Task complete und ich kenne... Erstmal Intel kenne ich, Phantomschimera, das waren wahrscheinlich die mir gerade erwischt haben. Ansonsten Chernobyl Nuclear Power Plant 2, Nord, Zirb, ATP, cool. Das heißt auf meinem Winterrest. Er hat Kontakt mit Monolith gemacht, ja, durch das Absehen seiner Winterrest. Aha. Hier, Text Transition. That makes it easier when it is that the transition marker disappears from time to time because of the anomalies activity. No one can find it unless they actually know where it is. So I upload a photo of it to a PDA. That should help. Okay. Der ist jetzt schon mal mein Freund. Können wir sonst noch irgendwie reden? Ja, danke für die Gastfreundschaft oder so. Oder für das Willkommen. Hier, hast du irgendwie Informationen? Ah, okay. Also er würde zum Trinken nicht Nein sagen. Okay, cheers. Und diesmal habe ich auch was gekriegt. Lab X16.
Nicht schlecht. Schon wieder besoffen ohne Ende. Aber cool. Okay, eine neue Transition, die ich noch gar nicht kannte. Oder ich habe es vergessen, dass er das mit dem Antizombien den Auftrag hatte. Okay, er ist mein Freund. Den habe ich schon mal als Freund. Das ist geil. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so schaffen. Ob wir vielleicht schaffen... Also bevor ich Duty ausschalte, hier die Truppe von Skull, möchte ich gern Duty an sich als meine Freunde haben. Das heißt, ich muss noch einige Aufträge für Voronin erfüllen. Weil dann ist es nicht so gefährlich, wenn ich die Truppe mit ausschalte. Dann werden sie zwar wieder neutral, die in der Bar, aber nicht feindlich. Aber ansonsten, wenn ich die wirklich ausschalte, jetzt ist eben die Gefahr, dass sie feindlich werden. Und da stehe ich nicht so drauf. Irgendwie nicht. Ich probiere das mal. Vielleicht klappt es ja. Hä? Ich bin falsch. Oh, ich denke jedes Mal falsch irgendwie. Sersen! Moin! Oh, nicht so viele. Hier, ich bin hier für einen Job und zwar Lake of a Boar habe ich gemacht. 500 in Cross-Export. Du bist vielleicht ein Penner. Was hast du noch? Na, ansonsten im Moment nichts. Das 30 Horde of Boars and Flashes. The Herd. It's all right, Samantha. Okay, see you. Ja gut, dann lassen wir das mal. Den Rest machen wir später. Gehen wir mal zurück. Wo ist denn der andere? Warte mal. Ja, okay, das ist klar. Feinste Grenade Launcher. Ja, bla bla blub. Ich mache das aber, indem ich jetzt eben... So, Destroy the Horde of Boars and Flashes. Das funktioniert anscheinend nachts nicht oder keine Ahnung, was da los ist. Ich probiere es nochmal später. Es ist ja öfter so mit diesem Camp Elimination, dass das nicht so richtig funktioniert. Also ungeachtet dessen, dass ich eigentlich schon zu weit bin und vielleicht einfach hätte warten sollen. Wie du gesagt hast, Toni, vielleicht hätte ich warten sollen mit dem Annehmen des Auftrags nach Norden zu gehen. Aber na gut, wir schauen mal. Destroy the Noodle Stalker, der ein Deserteur geworden ist, der ist jetzt... Wo ist denn der? Ach du Scheiße! Im Sumpf. Okay. Aber den kriegt man wahrscheinlich leichter hin als den. Weil der hier ist definitiv... das ist der vom Händler. Aber der ist definitiv Clear Sky. Wenn der hier neutral ist, haben wir nicht so ein Problem. Ja, Grau-Ex ist klar. Dafür muss ich erstmal mit Ding reden. So, Tolik. Weil vielleicht weiß Tolik was darüber. Ah ja, okay. Tolik, gut. Wen haben wir hier? Fanatik, was ist mit Fanatik noch? Ach, wahrscheinlich irgendwie, naja. The Customer has been promised. Habe ich anscheinend auch irgendwas? Okay. Ich sehe gerade gar nichts. Hui. Alter, was geht denn? Ach so, es war wieder aus. Warum auch immer. So, los. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zurück. Da war hoffentlich nichts Besonderes passiert, sehen wir uns gleich in der Bar wieder. Also in der Bar nicht, sondern bei Voroni, beim General. Ich probiere ihm jetzt, ich mache vorher ein Save und dann probiere ich das ihm zu geben, das Teil. Den Insane Stalkers Flash Drive. Wenn ich den danach zurückkaufen kann. Wenn das nicht geht, dann wird ihm das Save wieder geladen. Es geht, aber für einen von beiden kann man dann zurückkaufen und es gibt zwei Leute, die ihn haben wollen. Ich denke, die Freiheit will ihn haben. Irgendeiner von der Freiheit war, das bilde ich mir ein. Kann aber auch Einbildung sein, weiß ich nicht sicher. Und dann, ach ja, Bioradar fällt mir gerade wieder ein, wäre auch eine Idee. Hier ein bisschen aufpassen. Ja, und dann eben dem anderen geben, aber ich weiß nicht, welcher von beiden ihn verkauft. Das ist das Problem, was ich jetzt im Moment einfach ein bisschen habe, wo ich mir nicht so sicher bin. Gut, bis gleich. Also verstehe ich nicht, dass da keine Mercs sind, aber okay, dann eben nicht, ne? Oh, hier strahlt es aber gewaltig. So, wieder im Gebiet der Bar. Schauen wir mal, ob das jetzt gut geht, ob da irgendwas passiert oder ob da irgendwas ist. Hier ist auf jeden Fall ein Träger, bei dem das Licht an ist, das weiß ich. Der ist aber schon die ganze Zeit. Weiß nicht, ob der später sogar versteckt wird. Bin ich mir nicht sicher. Ja, Lab X16. Müssen wir also nochmal rein. Habe ich jetzt sogar eine Transition... Oh, ja, die Bar natürlich. Viele Menschen. Nicht eine Transition, ein Versteck habe ich dafür, ein Cash. Das war nicht schlecht. Das hat sich also gelohnt, mit ihm zu saufen.
Und außerdem, wie gesagt, diesen komischen Auftrag, den ich irgendwie immer vergessen habe. Oder ich habe nur einmal bis jetzt, habe ich glaube ich dran gedacht, genau, Anti-Zombien. Habe es aber nie abgegeben. Dabei habe ich genug davon. Ich habe sowieso 3 oder 4 davon. Und jetzt weiß ich ja so eine Transition vom Nuclear Power Plant zum ATP. Das ist ja nicht das Schlechteste. So. Na komm. Kein Blödsinn machen jetzt hier, danke. So. Ich glaube, ich weiß auch, ab wann Judy mein Freund war. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube. Und zwar, wenn ich... Ach komm jetzt! Jetzt ist gut. Wenn ich die Groza hatte und... Oh ja, ja, dann hab's ja abgegeben. Und muss dann den Außenposten beschützen, wo ich gerade dran vorbeigelatscht bin. Gegen die... Ja, doch! Mein Gott! Gegen die Avenger. Sorry. Also es nervt, ehrlich. Es ist Wahnsinn. Nix ist so schlimm wie die Bar. Jetzt wird's wieder fast normal. Meine Fresse, ey. Übertreiben muss man es echt nicht. So. Wollte ich jetzt gerade irgendwas probieren. War irgendwas davon... Ach ja, die M16 muss ich glaube ich noch behalten. Die hatte ich nämlich noch nicht. Mal gucken, welche Waffen ich noch behalten muss. Huch! Ja, das machen wir jetzt mit. Tut mir leid, gehört mit dazu. Das Waffenhorten, das kennt man ja, ne? Weil ich bin ja der Zonen-Messi, oder wie war das? Alles behalten, was es gibt. Außerdem wäre es ganz geschickt. Ja, 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 bin doch schon dabei, Blade Man. Außerdem fällt mir gerade auf, gibt es hier noch einen Auftrag abzugeben. Hey, Kamerad Jäger. Ich habe dein Blutsaugerproblem gelöst. Ah, danke, ich werde es nie vergessen. Und ich bin hier für den Job, ne? Das Drehleer auf dem Platzsack habe ich nämlich gemacht. So, Poltergeist. Das ist ein Flammenwerfer, soweit ich weiß. Flammenwerfer im FN 2000 Design. I need a job. Hast du sonst noch was? Nee. Okay, schade. Ach ja, in der Bar danach fragen. Was war, wie war denn das? Yeah, you have to be careful in the Dead City. Ja, okay. See you. Tschüss. Repairman, das ist mir egal. Da kann ich mich hinterbacken. Das ist scheißegal. Weiß irgendjemand von euch was? I need a job. I'm here for the job. It's alright. Bla bla bla. Okay, keine Ahnung, was der jetzt gesagt hat. Wer es sehen will, bitte durchlesen. Freeman, weißt du was? Nee, mit dir kann ich nur sagen, see you. I've seen enough. I don't believe you. Bla bla. Room? What else can you tell? Yeah, okay. I need a job. Nee, okay. Ich glaube, du hast sogar noch was. Was mit Snitch? I need a job. Do you have anything? I'm here for the job. Kill Master Stalker müsste ich gemacht haben. Ja, dafür habe ich jetzt Glassbeats gekriegt. Ist nicht schlecht. Kann ich nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, mittlerweile komplett verarbeiten bis zu Elderbeats. Und dann kann der Wissenschaftler seine Elderbeats haben und dann werden es meine Freunde. Mann, 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 Mann. Hast du jetzt einen Job? Nee. Wie kann ich denn... Mann, Mann, Mann. Also, dieses Spiel, ne? Wahnsinn. Habe ich jetzt schon deinen Auftrag komplett abgegeben? Habe ich das Ding schon gekriegt? Ja, da ist er. Poltergeist. Ein Flammenwerfer. T-Mark shoots up to 20 feet of flame. Then a single burst. Ah ja. Okay, warum nicht? Zeig mal her, das Ding. Mal kurz in die Pfoten nehmen, wie das Teil aussieht. Schon witzig. Ich glaube, das muss ich draußen mal ausprobieren. Haha. Irgendwann. Also, das Video ist viel zu lang. Schon wieder eine halbe Stunde, verdammte Axt. Ich habe zumindest geschafft, die Waffe von den Söldnern zu holen. Die gebe ich jetzt Voronin. Snitch hätte ich theoretisch auch geschafft, wenn er mich nicht rausgeschmissen hätte, der Nasenbär. Also mein Rechner. Das Laden an sich geht schneller. Nur mit dem... Na, mit dem X-Ray Launcher. Also das ist merklich zu spüren, dass er da schneller durchgeht durch die ganzen Stadien. Aber das letzte Stadion, da bleibt er drin hängen.
Fantastisch. Naja gut, ich sag hier danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Will ich jetzt riskieren nochmal mit Snitch? Ne, das mache ich in der Aufnahmepause. Möchte ich hier noch abgeben, ne, den Auftrag Insane Stalker. Eigentlich Insane, sondern Master Stalker. Dafür kriege ich eben Glass Beats. Kann ich gleich modifizieren, auch nicht schlecht. Wir sehen uns im nächsten Part dann wahrscheinlich ein bisschen bei Artefakt-Modifikation. Mal gucken, was ich so ein bisschen herstelle. Keine Like oder Kommentar über diesen Schmarrn hier. Ja, das Spiel hat mich in dem Part hier ein bisschen verarscht. Aber wie gesagt, das Windows-Update ist auch das allerletzte. Der Rechner ist langsam jetzt, dass es einfach nur Ware gebracht ist. Der macht überhaupt nichts mehr. Ich meine, es ist sowieso kein Gaming-PC. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Das war ein PC, der stand irgendwo im Büro. Es war nie ein Gaming-PC. Ich benutze ihn halt dafür. Ja, egal. Wird Zeit mal aufzurüsten, nach und nach was Gescheites reinzuballern. Weil da drin ist nur Schrott. Bis auf die GTX. Naja. Bis denne. Nächster Part ein bisschen Artefakte.